Nein, 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 nein. Ich mache es selber. So gefällt es mir viel besser. Harriet Lawler ist und war schon immer ein Kontrollfreak. In der Komödie Zu guter Letzt setzt die alte Dame aber noch einen drauf. Hollywood-Ikone Shirley MacLaine feiert als widerborstiger Drache ein furioses Leinwand-Comeback. Was können Sie mir über Harriet Lawler erzählen? Ich hasste sie. Die wütendste Vagina jenseits von China. Ich hasste sie unglaublich. Ich war ihre Gynäkologin. Harriet beschließt, nach ein paar Fehlern und durch gewisse Umstände, dass sie unbedingt sicherstellen muss, wie der letzte Kommentar zu ihrem Leben ausfällt. Der Gedanke, meinen Nachruf dem Zufall zu überlassen, erscheint mir vollkommen unvernünftig. Ich möchte, dass Sie ihn jetzt schreiben. Das Problem ist, niemand will oder kann über Sie reden. Können Sie irgendetwas über Sie sagen, das wirklich nett ist? Wenn sie tot wäre, das wäre wirklich nett. Wie finden Sie das? Das Thema, Sie sind das Problem. Mein Leben ist nicht vorbei. Noch nicht. Sie wollen also Ihr Leben ab sofort ändern. Ganz genau. Am Anfang halten die beiden Frauen nicht viel voneinander. Dann gehen sie zusammen auf diese Reise, auf der sie sich selbst und den anderen besser kennenlernen. Ich hätte gern einen Job als Disc-Jockey. Und wer ist das? Meine Praktikantin. Was geht? Habe ich gerade meinen Job verloren? Macht denn jetzt eine 100-jährige Frau? Niemand kann diese Mischung aus Gehässigkeit, Humor und Mitgefühl so gut spielen wie Shirley. Shirley ist eine Legende. Es gibt viele Gerüchte über sie, die mich zum Mitmachen animierten, aber auch genauso viele, die mich fast zur Absage bewegt hätten. Also war ich sehr gespannt auf die Arbeit mit ihr. Du hast meinem Freund gesagt, er wäre nicht gut genug für mich. Ich hatte gehofft, er würde mich eines Besseren belehren. Am Tag unserer Verlobung? Zu dumm, das war ein schlechtes Timing, das ist wahr. Ich war etwas eingeschüchtert. Ich wusste nicht viel über sie, außer von ihrer unglaublichen Karriere. So wahr ich lebe und atme. So wie du aussiehst, wäre ich mir da nicht so sicher. Es war unfassbar, mit Shirley zu spielen. Nicht mal in meinen wildesten Träumen hätte ich daran geglaubt. Ich möchte Ihnen etwas sagen, das ich meiner Tochter nie sagen konnte. Fallen Sie auf die Schnauze. Was? Versagen Sie. Versagen Sie spektakulär. Je mehr man sich selbst treu bleibt, desto mehr weiß man, wer man ist. Das bedeutet der Film für mich und deswegen wollte ich dabei sein. Harriet, was machen Sie jetzt schon wieder? Vollgas! Die Zuschauer werden es lieben, diese zwei Figuren zu sehen, die durch einen Zufall zusammengewürfelt werden und dann nach und nach immer mehr Respekt und Bewunderung füreinander empfinden. Fast wie in einer Liebesgeschichte. Harriet, Sie sind wirklich ein harter Brocken. Ich bin, wie ich bin. Zu guter Letzt ist eine herzerwärmende Generationenkomödie mit einer sensationellen Shirley MacLaine. Und einer wahren Botschaft. Es ist nie zu spät, etwas Neues zu beginnen. Diese Aktion wird uns beide vermutlich ins Gefängnis bringen. Was ist mit mir? Jugendknast. Bin dabei.